Das hier ist der Fake-Wasser-Prank in Minecraft. Wir schnappen uns nämlich Invisible Item Frames. Dann platzieren wir ganz viele Item Frames auf dem Boden. Jetzt müssen wir ein Minecraft-Wasser-Foto auf diese Maps laden. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir das hier nur noch richtig anordnen. Und dann entsteht so eine mega coole Wasserquelle. Und wenn man etwas davon entfernt ist, denkt man, man hat Wasser unter sich. Aber natürlich bekommt man Schaden.